Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4, dem Remake. Ja, in der letzten Folge, wo willst du schon wieder hin? Der dreht sich immer von selber um und ich weiß nicht, wo er wieder hinlaufen will. In der letzten Folge haben wir den Bereich auf der Seite gemacht. Da fällt mir übrigens gerade was ganz anderes ein. Wir haben immer noch nicht diesen Kristall geholt. Da war was abgeschlossen, glaube ich. Ich glaube, da sollten wir dann doch noch mal kurz hinlaufen. Das ist jetzt doof, ich weiß. Aber das habe ich, glaube ich, vergessen. Das habe ich nicht, glaube ich, vergessen, sondern das habe ich vergessen. Wie viel haben wir denn? Haben wir volle Schuss drin. Okay. Ich hoffe inständig, dass das jetzt nicht irgendwie was Neues triggert oder so hier. Normalerweise sollte das da unten drin sein, ne? Da waren wir doch drin. Nee, hä? Moment. Okay, also hier auf der Brücke soll irgendwas schweben. Ja. Keine Ahnung. Also da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Das müsste jetzt quasi hier sein. Aber hier ist ein Abhang. Also da kommen wir auch nicht später irgendwo unten hin, nehme ich mal an. Sondern hier ist tatsächlich ein Abhang. Das heißt, das ist wirklich blöd dargestellt. Von da oben sind wir auch gekommen, ne? Das ist vielleicht irgendwie... Ja, ja, von hier oben sind wir auch gekommen. Oder hängt das vielleicht? Nee. Es hängt da aber auch nirgendwo auf dem Ding drauf. Ja. Also keine Ahnung. Da wüsste ich jetzt überhaupt nicht, wo das sein sollte, weil das soll ja genau hier auf der Brücke sein. Das ist jetzt seltsam. Das heißt, den habe ich dann im Endeffekt nicht vergessen. Also schon vergessen laut Karte, aber den kann man gar nicht holen. Tja. Ich weiß nicht, wenn ihr da eine Lösung zu wisst, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber da bin ich jetzt wirklich gerade ein wenig überfragt. Ich bin übrigens auch doof. Ich habe nämlich hier noch nicht nachgeladen, fällt mir gerade auf. Oh ne, da ist das Gewehr. Okay, normalerweise habe ich die Pistole immer oben. Deswegen, naja. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal in den neuen Bereich rein. Nach links, nach rechts drehen. Achso, okay. Und dann umdrehen. Achso, mit dem linken Stick, ja. Lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich weiß. Ah, okay. Hochkurbeln. Beziehungsweise aufkurbeln. Weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht, ob das im Original auch so war. Okay. Mal schauen, ob wir den hinkriegen. Die Tür knallt zwar hier voll ins Schloss, aber... Nein! Arschlöcher! Oh, das war jetzt gemein. Oh. Leute, ernsthaft. Oh, muss die gerade jetzt den Kopf wegziehen? Ist das dein Ernst? Wirklich gemein. Ich dachte, ich mache jetzt hier so eine richtig geile Stealth-Aktion. Schleich so hinter dem her. Alter, ernsthaft. Können wir hier noch irgendwas machen? Nee, das ist alles nur Schrott. Boah.
Das sind ja richtig clevere Zombies hier. Aber hier rechts soll doch irgendwas sein. Kommt das erst, wenn ich da hoch kann? Weil da ist doch nichts. Warum zeigen die mir immer irgendwelche Schätze und so an, wenn hier gar nichts ist? Das ist gemein. Ich kann ja auch nirgendwo treten oder so. Das ist doch genau hier eine Ecke, ne? Links von mir im Endeffekt. Wahrscheinlich ist das ein Schatz, der schon... Leon, geht's dir gut? Du bist irgendwie so komisch am Humpeln. Wahrscheinlich ist das ein Schatz, der schon... schon vergraben wurde. Ja, also da können wir jetzt nicht so wirklich nachgehen. Ah, vergiss das. Oh, da hinten rechts sind auch Fallen. Oh. So nicht, mein Freund. So nicht. Lass mal gucken, ob da noch irgendwas ist. Nein, falsche Taste. So, da oben scheint aber jetzt gerade keiner rumzulaufen. Nur 5 Pistolenmunition. Das war nicht viel. Kann man hier noch irgendwas machen? Das ist hier so... irgendwie prädestiniert, aber wahrscheinlich nur zum Schießen oder so. Das hört sich so nach Krähen an. Eine Krähe. Wir brauchen eigentlich was Geld, aber für eine Krähe jetzt... ja, es sind aber nur 2 Krähen. Also es gab mal irgendwo so einen Moment, also so einen Punkt, wo wirklich sehr, sehr viele Krähen auf einmal waren. Da könnte man dann mal eine Granate reinwerfen. Ja, ich weiß, Granaten soll man eigentlich nicht einfach so verwenden. Aber die könnte man theoretisch nehmen. Jetzt sind wir an dem Punkt schon vorbei, ne? Hm. Lass uns nochmal kurz hier unten gucken. Aber wo soll das dann... Ach, da unten müssen wir auch noch... Ach, nee, Moment. Da können wir so gar nicht rum. Da müssen wir später rum. Oder? Nee, das war... Ach, das war das, wo wir runterkriechen konnten. Ah, gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Ja, ja, ja. Okay, was war das? Rohstoffe. Die hätte ich jetzt fast nicht gesehen, ehrlich gesagt. Sehr schön. Okay, und das hier ist dann der Schatz, den die meinen. Wenigstens einen Schatz haben wir gefunden. Na gut. Die anderen... Jetzt geh runter. Die anderen können wir irgendwie nicht finden, weil die entweder ganz blöd versteckt sind oder ich weiß auch nicht. Moment, da gab es Munition. Munition, Munition. Da. Ach. Schau mal einer, guck. Oder wie heißt das? Ich habe keine Ahnung, wo das her ist. Irgendeiner hat da mal mit angefangen. Im Bekanntenkreis. Und seitdem habe ich das irgendwie so drin. So, da hinten ist nochmal ein Fass, was wir kaputt machen können. Hier sehe ich jetzt so nichts. Jetzt juckt auch noch meine Nase. Nicht gut, dann kann ich nämlich nicht gleichzeitig laufen und schießen. Oh. Erstens, scheiße. Ich glaube, das war die Stelle mit den Vögeln. Zweitens, ich wollte eigentlich treten und ich wollte nicht, oh, das sieht hier, oh, nee, 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 das sieht hier, ich habe da ein ganz, ganz, ganz mieses Gefühl mit dieser Stelle. Ich muss nochmal kurz nachgucken, ich hatte es mir aufgeschrieben, Blocken ist L1, Blocken ist L1, ich habe da wirklich ein ganz mieses Gefühl, ich meine, irgendwo an so einer Stelle, kam damals das zweite Mal dieser Kettensägen-Typ, den wir nicht kaputt gekriegt haben. Und ich hoffe und bete, dass ich nicht recht habe. Krakelige Notiz über Spielfiguren. Ihr Einfluss ist nicht mehr wert, als es einmal war. Zerstört die Aufziehfiguren. Ach, die haben wir auch hier wieder drin. Diese Aristokraten verdienen keine Vergebung. Nein, sagt mir bloß, dass dieses...
Oh, dieses Gequieke so eine Aufziehfigur gewesen ist. Die ist doch draußen irgendwo, oder? Also ich meine, das, was ich höre, das ist so eine Figur. Ich weiß aber nicht, ob ich da jetzt noch gucken kann, tatsächlich. Okay, das sind wahrscheinlich nur die üblichen Vogelgeräusche. Oder höre ich jetzt doch was anderes? Ich höre die Dinger da oben. So, ich musste jetzt gerade mal kurz auf Pause drücken, weil DHL gerade vor der Tür stand. Also das Ding wollte ich abschießen. Normalerweise sind da Schätze oder sowas drin. Auf jeden Fall scheint da irgendwie Geld drin zu sein. Aber was mich wirklich stört, ist dieses... dieses Geräusch. Ach, och, ich bin so doof. Okay. Okay, 1 von 16, glaube ich, stand da jetzt gerade, ne? Jetzt bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob... nochmal ein Saphir, sehr schön. Jetzt oh fuck. Ich höre eine Kettensäge. Ich höre gerade eine Kettensäge. Okay, also wir haben 10 Schuss in der Schrot. Wir hätten noch eine Granate. Boah, ich würde allerdings die Granaten schon gerne für was anderes aufbewahren. Andererseits, Kettensäge, dann bin ich platt, ne? Also, ich bin gerade überlegen. Ich habe gerade schon Panik. Also bis auf die paar Zombies vorne haben wir soweit vorher nochmal gespeichert. Ich könnte jetzt theoretisch nochmal kurz rüberlaufen, damit ich da nicht alles nochmal neu machen muss. Wisst ihr was? Ich mach das mal kurz. Ihr kriegt davon nichts mit. Ich renne mal eben kurz zurück. So, ich weiß, ihr findet das wahrscheinlich alle komplett albern, aber ich bin ganz ehrlich, ich mach das nicht gerne. Also wenn ich das jetzt alles nochmal neu einsammeln muss und so, ist nicht unbedingt das, was ich jetzt am liebsten machen möchte. So, ich muss aber gucken. Da hinten ist immer noch eine Bärenfalle. Ich weiß nicht, wann der getriggert wird. Jetzt anscheinend noch nicht. So. Ich muss gucken, nicht, dass er gleich auf mich zugeprescht kommt, ne? Oh, so wie jetzt zum Beispiel. Oh. Oh. Schock. Moment, ich brauche die Granate. Scheiße. Oh, das ist geil. Ach, hätte ich das vorher gesehen. Fuck, 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 fuck. Da habe ich 2 Schuss drin. Willst du das überhaupt? Oh fuck, ich dachte, der wird tot. Nein, wieso macht er das nicht mehr? Wie einer weniger. Weh, du stehst wieder auf. Ja. Moment. Ich glaube, ich habe hinter mir nämlich auch noch einen gehört. Oder? Doch nicht? Boah, hab ich mich jetzt erschrocken, dass von hinten auch noch welche kamen. Aber ich habe gedacht, da hinten hätte ich jetzt noch einen gehört. Deswegen musste ich jetzt erstmal weglaufen. Er hat einen grünen Smaragd dabei. Wie geil. Okay. Ah ja, nicht vergessen. Das haben wir ja runtergeschossen. Noch eine Perlenkette. Alter.
Kommt hier vielleicht auch mal bald, das ist ein Zwischenziel, das ist nicht gut, oder? Kommt hier vielleicht auch mal bald ein Speicherpunkt? Oh Gott. Was haben wir denn jetzt überhaupt noch? Moment, wir können jetzt... Wir können jetzt... Das ist die Kleine? Ist das die Kleine? Nee, das ist die Große. Das ist die Kleine. Oh, oh, mein Messer ist so gut wie kaputt. Ach du Scheiße, das sollten wir vielleicht mal reparieren. Ich hab doch für die... Nee, das ist Gewehrmunition. Wieso hat der denn... Hä, willst du mich veräppeln? Wieso lädt der nicht nach? Hä? Gewehrmunition. Das Ding nennt sich auch Flinte. Wollt ihr mich verarschen? Oh, nee, ne? Das ist nicht euer Ernst. Ich dachte, ich hätte das Gewehr dabei. Übrigens, das bekommt ihr in dem ersten Dorf, glaube ich. Da, wo ihr so eine, also ins Haus reingeht und eine Treppe hochlauft. Da könnt ihr nämlich so ein Gewehr holen. Jetzt, also ich nehme an, es ist ein Gewehr. Vielleicht ist es auch so eine Flinte. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Flinte, Flinte. Das ist doch scheiße. Da hätte ich mir die doch gar nicht gekauft. Hm. Ja. Jetzt fühle ich mich irgendwie verarscht. Jetzt haben wir natürlich überhaupt gar keine Munition mehr dafür. Ich habe ja auch so schön Gewehrmunition gemacht. Oder habe ich da mal Flintenmunition gemacht? Moment, herstellen. Ach, das ist echt Flintenmunition. Aber ich kann auch Gewehrmunition herstellen. Ich kann sogar MP-Munition herstellen, die ich gar nicht benutzen kann. Das ist ja mal richtig geil. Ach so, das sind die anderen beiden hier. Das sind jetzt hier diese Dinger für die MP. Ah, okay. Gut zu wissen. Ja, aber das ärgert mich jetzt ehrlich gesagt total. Da ich jetzt auch nicht weiß, was jetzt tatsächlich gleich kommt, würde ich sagen, ich gehe nochmal kurz zurück, repariere auf jeden Fall das Messer. Ich hoffe jetzt nicht, dass noch irgendeine Kettensäge oder sowas kommt. Und schaue mir das nochmal in Ruhe offline an. Ja, ob wir da noch irgendwas mit dem Gewehr haben. Und ja, cut das Ganze eben und wir sehen uns direkt wieder hier an der Stelle. Bis gleich. So, ich habe euch angelogen. Ich habe gesagt, dass wir uns direkt wieder drüben deine sehen. Kohle, aber ich habe ja jetzt das eine noch verkaufen können. Und wir wollten ja dieses ja, Repartiergewehr. Das ist aber kein normales Gewehr, sondern soweit ich weiß, ist das das, womit man dann per Zielfernrohr ziemlich gut weit schießen kann. Das heißt, das nehmen wir auf jeden Fall einmal mit. Ja, ja, ich weiß... Oh, das ist ja richtig groß. Eieiei. Okay. Okay. Nein, das soll doch links rum. So, Moment. Reicht das? Das reicht noch nicht, oder? Ich mache mal die Munition hier unten hin. So, das Ding ist wirklich massivst groß. Das nehmen wir mal mit, ja. Schick deinen Gegnern aus der Ferne eine gute Nachtkugel direkt zwischen die Augen. Ja, das wäre schön. Nimm das noch. Kriegst du umsonst. Dankeschön. Preisreduzierte Ware. Rabatte sind nur in dem jeweiligen Kapitel gültig. Oh, in dem sie erscheinen. Ach so, wenn wir das nächste Mal auf dem Händler jetzt getroffen wären, hätte der uns das gar nicht gegeben. Okay. Ja gut, dass wir nochmal zurückgelaufen sind. Ich weiß, ich finde es ja selber so ein bisschen albern, ehrlich gesagt. Aber in dem Fall war es wirklich richtig gut. Ja gut, das Fernrohr haben wir, was wir jetzt gucken könnten. Tunen, naja gut, mit 3000 wird man da jetzt nichts groß. Ach so, scheiße, ich wollte das reparieren. Deine gut eingestellte, gute Arbeit, wenn so ich das mal so sagen darf. Sehr schön. Jetzt haben wir zwar kein Geld mehr, aber naja, was soll's. Okay, also das nächste Mal könnten wir da mal gucken, dass wir da eventuell noch was für kriegen oder auch da. Moment, das ist... Keine Sorge. Also wenn ich da mal Munition für habe, dann macht die auf jeden Fall richtig gut Schaden hier. Im Vergleich zu der auf Stufe 3, 1,5. Naja gut, ist halt eine Pistole, ne? Das ist die kurze. Die könnte man auf Stufe 2 auf 6,32 machen. 6,32 wäre aber auf jeden Fall schlechter als die große Flinte. So.
Hat 5 Schuss, das haben wir nämlich schon mal verglichen, ne? Achso, da steht es auch rechts. Nachladegeschwindigkeit 0,6 und die hat viel, viel mehr. Wäre das okay. Dann alles? Ja, dann würde ich ehrlich gesagt sagen, dass wir die... Ich kaufe was ist er denn fast jetzt? Alles. Ja, die wirst du kaufen. Genau, dass wir die abgesägte Flinte dann einmal loswerden. So, ist auch, glaube ich, kein Schuss mehr drin, soweit ich mich erinnere. Hoffe ich. Ich verkaufe sie jetzt einfach. Angenehme Reise. So, Zielfernrohr. Das müssen wir ja drauf montieren. Ne? Wir könnten mal eben, Moment, das könnten wir mal kurz machen. Und zwar, wo stecke ich die denn hin? Also oben ist jetzt das Gewehr. Dann mache ich die nach unten. Bestätigen. Ich will die nicht bestätigen. Ich will... Achso, doch, ich will sie bestätigen. Schnellzugriff da. Und dann packen wir die nach hier unten. Übrigens, ich hasse das automatische Sortieren. Es ist jetzt schon mehrfach passiert, dass ich nur die Aufnahme ausgemacht habe und der genau mit dieser Kombination Alt F9, ist das, glaube ich? Ja, ich glaube Alt F9. Genau mit dieser Kombination muss er das automatisch sortieren. Ich habe gedacht, ich kriege die Krise. Das hat er jedes Mal gemacht. So, dann packen wir uns jetzt mal eben die Waffe. Das ist dann dieses normale Schießen, wenn einer vor einem ist. Das nur mal eben so als Vergleich, auch für mich jetzt mal, wie es normalerweise aussieht. So, dann packen wir das jetzt wahrscheinlich über Zubehör, ne? Zubehör. Ja, ach, das ist trotzdem einzeln in dem Ding drin. Wollt ihr mich veräppeln? Echt jetzt? Das ist doch Mist. So, und dann haben wir das nämlich so. Und wir können... Nee, wir können mit links eigentlich zoomen. Will er aber nicht, dabei läuft er einfach nur. Hä? Oder muss ich reindrücken? Ach, ich muss reindrücken. Ah, okay. Ja, cool. Okay. Super. Frage ist, das ist jetzt Gewehr, ne? Das heißt, das benutzt jetzt Gewehrmunition. Ja, Gewehr. Okay. Gut zu wissen. Allerdings haben wir im Moment echt wenig Platz. Ich weiß nicht, ob wir da nicht vielleicht... Naja, gut, ein Messer wird jetzt bald sowieso weggehen. Wir sollten vielleicht mal die Kräuter nochmal mischen, aber ich will eigentlich lieber warten, ob noch ein gelbes Kraut kommt. Oh, okay. Gut, dann nehme ich wieder die normale Pistole und laufe jetzt erstmal wieder das Stückchen zurück. Und schwupp, da sind wir wieder. Und er liegt immer noch da. Aber ob er tot ist, ist natürlich die andere Frage. Ich würde ja gerne mal seine Kettensäge jetzt manipulieren, damit er zumindest die nicht mehr benutzen kann. Weil ohne scheint er ja doch ziemlich am Eimer zu sein. So, wo kommen wir denn da jetzt hin? Erstmal einen Weg hochgehen. Da könnten dann von links noch welche kommen. Beziehungsweise, oder es geht links weiter. Ich bin mir nicht sicher. Mal schauen. Oh, Sprengfalle, okay. Habe ich gesehen. Frage bei sowas ist ja immer... Ah, wahrscheinlich hätten wir den Kettensägentypen da durchjagen können, wa? Ah. Ja, aber das muss man ja erstmal wissen. Okay. Bärenfallen liegen auch wieder auf dem Weg. Im Moment sehe ich noch nichts. Wir gucken erstmal außen. Alles Bärenfallen, aber alles zu. Wie weit geht das denn? Achso, es geht einmal drumherum quasi. Da ist noch eine offene. Aber wenn jetzt nicht gerade irgendwo im Gebüsch ein Zombie ist, dann sollte hier theoretisch nichts sein. Wobei ich mir nicht sicher bin. Da ist auch noch eine Bärenfalle. Doch, da geht es aber noch weiter. Ist hier noch was zum Abschießen? Nee, ne? Ist das das Ding oder war das jetzt ein Zombie? Jetzt nicht sicher. Ich weiß, wir können noch ins Haus rein.
bin nur gerade... Ich bin auch jetzt sehr leise, weil ich hören will, ob hier Zombies sind. Hier könnten wir theoretisch auch ins Haus rein. Also wenn nicht abgeschlossen ist, natürlich nur. Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Haben wir hier was mit... Oh, ein Geheimnis vorne. Hier links irgendwo. Auf dem Dach oder so? Also quasi direkt vor mir. Aber es kann auch sein, dass das vielleicht von innen ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Weil da bin ich jetzt wieder zu weit. Und das irritiert mich, weil normalerweise hängt da halt was dran. Aber hier kann ich nicht so... Na, hier kann ich nichts... Ist hier irgendwas drin? Nee, ne? Nee. Ja, dann würde ich sagen... Ich schau mal eben. Hier muss man einen Schlüssel für holen, so wie es aussieht. Ich glaube nicht, dass wir mit dem Kleinen weiterkommen, aber den können wir auch da reinmachen, okay? So. Das ist die große Frage, was passiert jetzt hier? Keine Chance. Dein Ernst? Müssen wir also trotzdem hinten rum? Okay. Na gut. Ist nicht schlimm, wir wissen ja jetzt, wo der Eingang ist. Also wenn wir reinkommen da. Ich hoffe, es sind auch nicht noch mehr Bärenfallen drin. Das wäre nämlich doof. Ja, okay. Hier ist noch eine Tür. Ich glaube, ich weiß, welches Haus das ist. Bin mir nicht sicher, ob da was... Ich wollte gerade noch sagen, ich bin mir nicht so sicher, ob da überhaupt ein Gegner drin ist. Aber klar, natürlich müssen wir hier einen Zombie auf ein Scheißhaus erwischen. Das war ja klar. Man konnte doch irgendwo... Moment, das muss ich mal kurz ausprobieren. Es tut mir leid, Leute. Fotomodus. Genau. Und dann den hat... Sie benutzen... Ja, ja, ist klar. Ich habe auch das Falsche gedrückt. Es tut mir leid. Und dann ein Screenshot. Weil, sorry, aber, ne? Ja, den beenden wir jetzt. Wir wollen ja nicht so viele Fotos machen. Aber, also hier ein Zombie auf dem Klo. Ich meine, ne? Da muss man einen Screenshot von machen. Es tut mir wirklich leid. Den werde ich auch gleich noch hochladen. Bei Steam. Nicht schlecht. Ja, ja. Ja, ja. Ausgekratzte Augen. Wieso kann ich das jetzt nicht... Achso, mit dem anderen... Familienfoto, endlich. Fleisch unseres Fleisches, Blut unseres Blutes. Danket unserem Herrn. Die ist aber nicht schwanger, so wie die aussieht. Ja, von Neid erblassen. Was, wer wird von Neid erblassen? Ach, das ist die Eingangstür, oder? Dankeschön. Muss ich hier? Ja. Aber kann, doch, ich kann sogar... Im Ofen ein Hühnerei. Also wer, ganz ehrlich, wer Zack McCracken gesehen hat, der sagt jetzt auf jeden Fall, das sollte man nicht machen. Beziehungsweise es war kein Ofen, es war eine Mikrowelle da drin. Das ist ein Hase, oder? Ja, es ist ein Hase. Okay. Lecker Knoblauch. Kann ich auch so durchgehen? Kann ich auch. Okay. Dann schauen wir mal. Da hinten ist auch noch was. Noch ein kleiner Schlüssel. Wie geil. Die ganze Zeit brauchen wir kleine Schlüssel und haben keine. Und jetzt, wo wir nichts mehr haben, wo wir sie brauchen, kriegen wir jetzt wieder welche. Das ist doch eine super Aufteilung. Alte Fotos. Ja. Bewegen kann ich mich nicht. Okay. Ja, Fotos vom Ausflug oder so, würde ich sagen, ne? Das sieht schon eher seltsam aus hier. Dass überall diese komischen Dinger, diese Zeichen rangemacht wurden. Sind die draufgemalt oder sind die... Nee, die sind da dran genagelt. Oh, okay. Ich muss das immer so ein bisschen im Auge behalten. Ich weiß ja nicht, ob hier vielleicht doch noch ein Zombie kommt. Also ich meine, im Original wäre keiner da gewesen, aber... Ne? Ich meine, wenn ich jetzt schon... einen hier... Oh, was ist das? Bulle, Kelch und so weiter... Hat er jetzt gerade so ein Segenzeichen gemacht? Oder was war das jetzt gerade? Handgranate, das ist sehr gut. Also
irgendwie schon, irgendwie auch nicht, weil es kommt wahrscheinlich dann was Größeres. Aber wenn es das ist, was ich denke, glaube ich, kommt jetzt gleich nicht mehr allzu viel. Die Frage ist, wo kriegen wir diese Zeichen jetzt her? So was Sitzendes und so. Die sind aber nicht hier vorne bei gewesen, oder? Das sind halt alles nur diese Kreuze. Und bei diesen Fotos hier, da kommt man auch nichts sehen, ne? Da ist ein Radbein, ein Boot, Menschen, Kühe. Ja, aber malt man da nicht solche Dinger normalerweise auf? Kann man den wegschieben hier? Sieht so aus, als ob der da so komisch davor ist. Dann haben die Teller mit diesen komischen Anubis-Dingern drin. Ich meine, die können die natürlich auch draußen haben. Also den Hinweis hier, vielleicht ist der auch im Klon. Ich habe den jetzt übersehen. Ich weiß es nicht. Ich guck mal eben nach. Du stehst doch jetzt nicht mehr auf, oder? Du bist doch schon fertig, ne? Also hier sind auch keine Zeichen oder sowas. Oh, Moment. Da ist ein Kreis mit einem X. Hilft uns das irgendwie? Ich glaube nicht, oder? Ich gucke noch mal kurz nach den Symbolen. Eine Kuh, ein Kind, ein Kelch, Vogel, Schildkröte, Blätter. Nee, keine Ahnung. Können wir das vielleicht später erst lösen? Aber ich glaube, wir kommen hier nicht mehr zurück. Also wenn das so ist wie im Original. Können wir da eigentlich was öffnen? Nee, ne? Ah, doch. Huch. Hätte ich fast einen Rubin übersehen. Alter. Nein. Es geht nicht. So, Edelsteine einsetzen. Genau. Da und da einmal rein. Ich glaube, das ist scheißegal, wo man es reinmacht. Hauptsache, es sieht halt schöner aus. Dann bräuchten wir noch einen eckigen. Haben wir noch irgendwas, wo wir Runden einsetzen können? Nee, im Moment noch nicht. Mal gucken. Kann man auch nicht so richtig... Moment. Kombinationsschloss. Haus des Dorfvorstehers. Moment, was ist das jetzt hier? Ist das oben oder unten? Weil im Bad war doch... Oder war in der Toilette irgendwas? Nee. Ich habe jetzt nicht geguckt. Nö, da war aber nichts. Nee, wenn, dann war das draußen. Das Blaue. Oder das sollte die Tür sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, ich denke aber... Oh, hier ist auch eine Speichermaschine. Oh, Leute, sagt mir das doch. Ja, dann würde ich sagen, dann speichere ich hier erstmal ab. Hier kann ich sonst nichts mehr nehmen, ne? Weil ich glaube, da triggert was, wenn ich da jetzt weiter reingehe. So, wir haben abgespeichert. Was haben wir denn hier? Illuminados 4 zu 3. In Hochachtung vor seinem Meister bot das Volk seine teuersten Besitztümer an. Der betagte Bauer sein feinstes Getreide, der schmächtigste Schweinehirt sein kräftigstes Schwein, der verarmte Alte, ihr geliebtes Kind. Ah, der Meister sah die Geschenke und ward zufrieden. Getreide, Schwein und Kind. Ach, ich glaube, ich weiß, wofür das ist. Ich glaube, ich weiß es. Was ist hier? Kann ich dann... Ne, kann ich nicht benutzen. Okay. Getreide, Schwein und Kind. Lassen wir uns noch mal kurz schauen, ob das jetzt funktioniert hier. Getreide, Schwein und Kind. Ist das eigentlich das Schwein oder ist das eine Schildkröte? Ich denke mal, das soll wohl das Getreide sein. Nein, ich will ja zum nächsten. Das ist dann die Kuh. Ja, das könnte das Schwein sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und das Kind? Ja. Ja. Alter, da muss man erstmal drauf kommen hier. Kristallkugel. Okay.
Soll ich damit jetzt in die Zukunft sehen? Fickt euch! Das war der vom Klo, oder? Hallo? Ich meine, sonst war ja hier keiner mehr drin, ne? Da will ich jetzt aber... Das will ich jetzt wissen. Ernsthaft jetzt? Boah. Kommt hier oben jetzt auch noch einer? Aber da war ja eben keiner, ne? Hilfe! Ich habe mich so dermaßen gerade erschrocken. Kann ich da jetzt diese komische... Ja, kann ich anscheinend einsetzen. Okay. Ich denke mal, ich muss das Zeichen irgendwie damit machen. Kann ich das... Nee, links, rechts kann ich... Nicht wirklich machen, oder? Ach doch, so kann ich das auch drehen. Okay, es kann sich nur um Stunden handeln. Ich habe keine Ahnung. Moment, das ist dunkel. Nee, ach so, das geht automatisch, wird das dunkel. Okay. Das ist aber irgendwie nicht richtig. Ich werde es wahrscheinlich nie richtig hinkriegen. Also die kommenden Sendungen werden sich dann noch um ein paar Stunden... Also nicht sehr... Oh, Moment, das sieht aber gut aus. Ah, okay. Ja. Ich weiß, was das für ein Raum ist. Ich weiß es. Ich weiß nicht, ob das triggert, wenn ich das Buch lese. Deswegen nehme ich jetzt mal eben was anderes. Moment. Gucken wir erstmal hier. Ah, verdammt. Ich glaube, das triggert. Ja, es war so klar. Leon, das ist meine Munition. Dein Blut hat die Gabe angenommen. Ja, und damit haben wir das Kapitelende. Ich habe es doch noch richtig im Kopf gehabt. Sehr, sehr geil. Dann schauen wir uns noch mal eben das Kapitelergebnis an. Ich habe so gnadenlos daneben geschossen teilweise. Ups, was haben wir hier? Gabe im Blut. Das ist wahrscheinlich Abschluss von Kapitel... Ach, da unten steht es ja auch. Kapitel 2, genau. Auf die Spitze getrieben. Führen Sie einen Folgeangriff mit einem Messer aus. Cool. Ich wusste, dass es die gibt. Ich hatte ja bei mir mal reingeguckt, hier in der Übersicht, was man alles machen muss. Hat aber keine Ahnung, was man da jetzt, also wie man das genau hinkriegt. Zerstören Sie einen Aufziehkastellan. Ja, stimmt, wir haben ja jetzt einen gefunden. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass wir wahrscheinlich auf der Brücke noch einen haben. Ich bin mir nicht sicher. Öffnen Sie den Fotomodus. Ach ja, dafür gab es auch Punkte. Stimmt, ja. Besiegen Sie 50 Gegner mit einer Pistole. Das haben wir auch schon. Ja, und dann haben wir das soweit abgeschlossen. Ja, die Genauigkeit ist extremst runtergegangen. Das sind zwei Situationen schuldig gewesen. Daran kann ich mich gut erinnern. Nämlich die eine Situation, wo ich panisch rumgeballert habe, wo die ganzen Zombies kamen. Und gerade eben habe ich, glaube ich, auch nicht so gut getroffen, als der rauskam. Ich hatte einfach Panik. Oh, scheiße, das ist einer von diesen, ich sag mal, schnellen Zombies. Also diese übermäßigen Zombies da, die auch viel mehr fressen an Schrot. Und, nicht Schrot, also Patronen generell. Und, das hat mir jetzt meine Genauigkeit versaut. Aber wir sind nicht einmal gestorben. Wir haben überhaupt gar keinen Schaden erlitten. Krass, das ist wirklich krass. Und 42 getötete Gegner. Ja, aber wahrscheinlich nur in diesem Kapitel, denke ich mal. Wir hatten beim letzten Mal ja schon 38 oder so.
Und wir haben ja jetzt nicht nur 4 Leute erledigt. Wir haben ein bisschen mehr erledigt. Ja, cool. Dann würde ich sagen, ich speichere jetzt mal ganz schnell und wir sehen uns im nächsten Kapitel. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.